Und damit sind wir wieder zurück bei Let's Play Guardians of the Galaxy. Und ja, wir haben jetzt eine Fragerunde, weil das Nova-Core sich dem Irren der heiligen Dreifaltigkeit angeschlossen hat. Wir haben jetzt alle gefragt, was wir machen können. Und da ist die kleine Cammy. Ich wette, die hat die richtige Antwort, dass unsere Peter-Tanne kommt. Moment. Wartet mal. Kann es sein, dass uns die Antwort schon die ganze Zeit vor der Nase herumsabbert? Peter Quill, dieses Tier kann kein Schiff steuern. Das meine ich auch gar nicht. Denkt mal nach. Cammy hat keinen großen Nutzen für uns. Für die Kirche aber auch nicht. Die wollen Menschenhirne umpolen. Tiere haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie haben sich Cosmo geholt. Cosmos Verstand ist unserem weit überlegen. Seine Intelligenz macht ihn anfällig für das Versprechen. Genau wie bei Rocket. Danke. Aber ein Tier bin ich nicht. Leute, wir kennen eine Lady mit einer ganzen Armee von Tieren, die Raker jede Wette nicht auf dem Schirm hat. Wie können wir sicher sein, dass sie keine von ihnen ist? Ich bin Groot. Wächter der Galaxie! Nein, alles gut. Du weißt schon, dass sie uns häuten und dann ihre Babys verfüttern will? Leute, das ist er. Okay, unser letzter Strohhalm. Wir müssen uns irgendwie bei ihr entschuldigen und alles wieder gerade biegen. Lasst uns ihr ein Geschenk besorgen. Ein Friedensangebot. Ich gehe nicht nochmal in den Käfig. Nein, denk größer. Viel größer. Welche Bestie will sie? Mehr als jede andere? Drax weiß schon, von wem ich rede. Oh, yeah. Oh nein. Das ist Drax Stinkbar. Ihr wisst, wohin das führt. Nach Magno 4. In den Kampf gegen den legendären Fin Fang Foom. Das klingt spaßig. Klar, wir fliegen da jetzt einfach volle Kanne rein, oder? Es heißt, die Ringe von Magno 4 lassen ununterbrochen Feuer auf die gottlosen Abscheulichkeiten herabregnen. Die anderen sehen aber noch gut aus, dafür, dass die gerade zusammengestoßen sind. Ich bin sicher, es ist schlimmer, als es aussieht. Kleiner Logikfehler. Viele meines Volkes hatten diese gefährliche Pilgerreise vor mir angetreten und kehrten nie zurück. Okay. Flurn! Haltet euch irgendwo fest! Geil, wir gehen Monster einfangen. Oh, ich freue mich. Ist das scheiße geil. Monolithen fallen runter. Das ist eine Anspielung auf 2001, oder? 2001, Entschuldigung. Mir wurde gesagt. Hey, wenn man's drauf hat. Sechs ist zu viel. Okay. Nein! Stabilisatoren sind hin, Reparatursystem. Wie soll ich denn? Wenn wir schon abstürzen, dann stürzt wenigstens auf Fin Fang Foom. Keiner stürzt hier ab. Ja, ich versuch schon. Oh, wir stürzen ab. Fin Fang Foom. Wow. Au. Ich versuche nur zu bremsen! Abdrehen! Abdrehen! Schrei nicht so! Abdrehen! Pass auf das Ding da auf, Peter! Welches Ding? Hä? Okay, nochmal. Kam da irgendwas mit Tasten? So, kam hier irgendwas mit Tasten? Nee. Dann die Mione und einem Stück. Schon abstürzt, dann stürzt wenigstens auf Fin Fang Foom. Keiner stürzt hier ab! Oh, wir stürzen ab! Diese Gipfel sind gefährlich, Peter Quill! Ich weiß! Ich geb mein Bestes! Ach ja? Abdrehen! Schrei nicht so! Abdrehen! Wow! Ja! Ich versuche nur zu bremsen! Okay, ich kann nicht nach oben und stören. Ja, ich pass auf das Ding okay. auf. Okay. Oh Mist! Oh Mist!
Glorreich! Wie kannst du das genießen? Ruhig nicht! Begrüßen den Tod! Das wird eine Happ... Na. Okay, also immerhin. Okay, ich konnte das Bild nach oben ziehen, nach unten. So mit dieser Steuerung. Au, 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 au. Wie Groot sich festgehalten hat. Bisschen holprig, aber alle noch heil, oder? Und wir lachen. Das ist gut. Das ist perfekt. Das sind wir. Genau so kommen wir ein. Zumindest tragt Quill immer so ein. Dann sollen wir heute wohl doch noch nicht sterben. Was soll denn Finn Fanfum verschlingt uns mit Haut und Haar? Wow, erstmal müssen wir ihn finden. Wollen wir? So. Das ist verrückt. So geht einparken. Wow, hier sollten definitiv keine Funken sprühen. Darum können wir uns kümmern, wenn wir unseren Drachen haben. So, haben wir noch was? Stimmt, das war. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns mit einer ketepianischen Kriegshymne in Stimmung bringen. Was? Okay. Jetzt? Weißt du was? Flag drauf, warum nicht? Hört gut zu. Ketepianisch ist eine mächtige Sprache, deren Worte bedeutsam sind. Ich stimme die Melodie an, ihr singt mit. Sotaju Dudu, Peldagol Margat. Soltav Flandungav. Echt jetzt? Wir machen das. Targat Gonokol. Wolmaki Ultat. Gothen Kogalmak. Targat Gonokol. Wolmaki Ultat. Gothen Kogalmak. Pelmafin Sadu. Und alle mitsingen. Haben wir noch so einen Text unten bauen, wo so ein Punkt drauf springt, wie beim Karaoke. Okay. Als galaktische Band gehen wir wahrscheinlich nicht durch. Was bedeutet die letzte Zeile, Drax? Soltath Flandorgarth. Sie bedeutet, wir werden siegreich sein. Das klingt gut, aber ich gehe noch mal kurz mit mit Rocket quatschen. Wir haben ja die Maske. Endlich beginnt die Jagd auf Fin Fang Foom. Ein Monster dieser Größe muss auf dem ganzen Planeten deutliche Spuren hinterlassen. Es sollte nicht schwer zu finden sein. Wir suchen Foom-Code. Toll. Igitt, wie hässlich ist das denn? Ach, warum hast du das Ding denn mit aufs Schiff gebracht? Ich dachte, die könnten wir brauchen, wenn uns mal keiner erkennen darf. Bei einem Job zum Beispiel. Also erstens, erkennt man dich auch unter einer Glarnot-Maske. Glarnot? Ist das nicht die Gang von dem Planeten, wo es Smaragde regnet oder so? Oder schmeiß ich da was durcheinander? Es sind Diamanten. Oh ja. Yeah. Und B... Habe ich nur bei zwei Jobs jemals eine Maske gebraucht. Als ich und Groot ein streng geheimes Labor ausgeräumt haben. Echt? Oh ja. Das andere Mal habe ich mir eine riesige Glarnot-Maske gepumpt und dem Kollektor aus Versehen Groot geklaut. Wie konntest du aus Versehen Groot stehlen? Man muss dazu sagen, Quill, ich war damals auf der Flucht. Der Krieg tobte noch und die Kree-Wissenschaftler waren sauer, weil ich Halbwelt verlassen hatte. Ich musste mich bedeckt halten. Indem du den Kollektor beklaust? Ich war pleite. Und ehrlich, wie der Kollektor ganz Nowhere mit seiner Visage zugepflastert hat, als würde es ihm gehören. Tja, es gehört ihm nicht. Jemand musste ihn von seinem verflagten Podest runterholen. Dass ich bei der Aktion Sturz besoffen war, hat's nur noch lustiger gemacht. Ist auf dich ein Kopfgeld ausgesetzt, von dem ich nichts weiß? Entspann dich. Pass auf,
Ich habe einem bewusstlosen Idioten bei Mantlo so eine dämliche Glanot-Maske abgenommen. Dann bin ich ins Emporium des Kollektors gewankt, hab die Maske aufgesetzt, ein paar schöne Glitzersteine eingesackt und seinem Assistenten von hinten eins übergebraten. Oh, du bist unglaublich. Ich weiß, danach war es ganz easy. Als er da lag, habe ich den Laden leergeräumt und am nächsten Morgen bin ich in dem geklauten Transporter wach geworden, mit einem Sack voll Beute und Groot. Ah, natürlich war er damals noch ein Baby. Kaum größer als ein Gänseblümchen. Oh, Baby Groot. Mir war sofort klar, dass ich mich um ihn kümmern musste. Leute wie wir gehören nicht in einen Käfig gesperrt. Seitdem sind wir Komplizen. Das glaube ich sofort. Ah, glaub, was du willst, Quill. Was wahr ist, ist wahr. Wann habt ihr denn ein Geheimlabor geknackt? Ach, das war bevor wir zu dir kamen. Dieser Cygnok namens Wheeler hat mich und Groot angeheuert, um eine Biowaffe aus einem Forschungslabor auf Arago 7 zu stehlen. Kinderspiel für ein Spitzenteam wie mich und Groot. Moment, und Groot hatte dabei eine Maske auf? Mann, du hättest ihn sehen sollen, Quill. Nackt bis auf die Rinde. Und diese blöde Maske von Thanos, wir haben uns beide weggeschmissen. Glaube ich dir aufs Wort. Bis wir geschnallt haben, dass die Sacknasen auf Arago Wheeler angeheuert hatten, um uns anzulocken. Ach, sowas ist bei 6 von 10 Mal eine Falle. Genau. Sie wollten uns nämlich studieren. Meine Implantate, Groots Regeneration, super wertvoll für den Meistbietenden. Als mir klar wurde, was los war, hatten sie Groot schon. Sie sperrten ihn in einen Käfig. Wie ein Tier. Oh, wie schrecklich. Ja, ging aber nach hinten los. Wir hatten keinen Bock, so schnell als wissenschaftliche Experimente zu enden. Also sind wir zu Plan B übergegangen. Eine Sprengladung später und boom, waren wir wieder draußen. Und die Biowaffe? Wieder an Wheeler verkauft, zum dreifachen Preis. Nett. Yep. Das waren noch Zeiten. Ich leg sie nur zurück. Ich glaube, ich war nicht mehr so heiß auf eine Mission, seit ich für Thanos gearbeitet habe. Du warst heiß darauf, für Thanos zu arbeiten? Aus den falschen Gründen, natürlich. Baby Groot, der war bestimmt niedlich. Ja, das kennen wir ja schon, ne? Hat sich irgendwas geändert? Gucken wir es nochmal. Ich bin Groot. Nee, das ist so wieder. Ja, die Umgebungssteuerung scheint in Ordnung zu sein. Warum? Ich bin Groot. Ach ja, der Garten. Ich bin sicher, deine Pflanzen kommen mit ein bisschen Wind. Ja, hier dürfte ja nichts weiter Neues sein, außer... Ja. Oh. Gib mir einen Tick. Ich komme gleich. Wir haben doch bitte was wieder gesammelt. Irgendwas können wir doch noch. Was ich sind offen. Oh nein! Oh nein, uns fehlen noch 10 von den Dingern. Ah. Ja, sorry. So viel Aufwand und am Ende kommt nichts Glänzendes dabei raus. Schade. Sorry. Ist es nicht zerbrochen. Ein klassischer Rasierer. Hä? Du verdienst es, zu deiner Familie in Ulthaf zu kommen. Das ist ja geil, Sarkasm. Ah. Find ich cool. Find ich cool, die Details, gell? Find ich Knorke. So, dann wollen wir mal nochmal mit denen quatschen und dann gehen wir raus. Hast du ihn erweist, du kleines Knuffel? Nee. Vielleicht sollte ich wirklich mal eine Fremdsprache lernen. Französisch oder so. Nee, ist ja meistens nichts, ne? Das ist bloß, wo wir da, dass wir rauskommen. Ah, da wäre ich in mein Zimmer wieder gekommen letztens. Ach, wir werden diesen Durchgang flicken müssen. Ja, ja. Ich probiere bloß nochmal, ob irgendwas Neues, aber ich müsste jetzt das
Schemata eigentlich verstanden. Damit gibt es nichts weiter, außer die Maske, die man damit für alle was. Die Kerze, das Dingens und ja. Die Milano wird sich nicht selbst zerstören oder sowas, während wir weg sind, oder? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Das Schiff hat nicht mal ein Selbstzerstörungssystem. Wahrscheinlich. Bereit, gegen Fum anzutreten, Rocket? Es heißt, jede seiner Klauen sei größer als ein ausgewachsener Mann. So wenig wie die Legenden über Hellbender stimmten, ist dieser Drache wahrscheinlich so groß wie Groot. Oh geil, Drachenjörg, ich freue mich. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Bereit für unsere bislang größte Schlacht? Ich bin Groot. Ihm hat die Möglichkeit, wir könnten uns gegenseitig umbringen, mehr Sorgen bereitet. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Es ist mein Schicksal, gegen den Drachenfürsten von Kakarantara zu kämpfen. Hast du gewusst, dass dir dieses Team von A-Löchern dabei hilft? Das nicht, aber ich bin dankbar, dass mir diese Ehre zuteil wird. Miss? Du bist trotz all deiner Bemühungen ein ehrenwerter Mann, Peter Quill. Danke, Drax. Wir werden das schaffen. Ich weiß es. Natürlich. Wir müssen. Für Nikki. Schon mal gegen einen Drachen gekämpft? Klingt irgendwie spaßig. Nur am Automaten. Das gilt doch, oder? Nee, gilt nicht. So, komm, geh mal raus. Kimi Kayuni anwählen. Okay, es geht los. Yeah, jetzt sind wir im ewigen Eis. Oh Gott. Meine frierenden Arsch, ist das kalt. Komm, ich hab dir eine Jacke angezogen. Willst du mich korrigieren? Oder willst du Fin Fang Foom finden und die Galaxie retten? Ich will Fin Fang Foom. Und das mit der Rettung der Galaxie auch, glaube ich. Falls Hellbender überhaupt darauf anspringt. Lady Hellbender wird darauf anspringen. Okay, also ich sehe keinen Foom-Code. Wir sollten nach Okay, ich habe gut geparkt. Zeugnisse der Tapferkeit jener, die vor uns kamen. Oh, es ist schön. Meinst du? Und wie sehen diese Jägerzeichen aus? Wie lange Pfähle, die ehrenvoll im Dienst der Erlösung aufgestellt wurden. Stärke im Boden. Alles klar. Gimmicky aus. Hier ist da bestimmt wieder was versteckt. Hat noch jemand ein schrilles Quietschen gehört? Ah, genau jetzt. Nicht meine Stimme. Ich meine von der Milano. Ach so, dann nein. Die Legenden vom Feuerregen sind wahr. Noch andere Legenden, von denen wir wissen sollten? Legenden von glorreichem Tod. Schon klar, Hauptsache glorreich. Oh, ist das wunderschön, dieses Design. Ich liebe es abwechslungs. Erst waren wir quasi auf Vulkan, jetzt sind wir auf, ja, wo auch immer. Jetzt hat die Milano ein paar neue Narben, mit denen sie angeben kann. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, werden die Leute uns mit Geld bewerfen, stimmt's? Dann wird sie aufgemotzt und kriegt eine Lackierung. Ich bin Groot. Du brauchst ein ganzes Gewächshaus. Ich bin Groot. Ja, das besprechen wir später. Okay, ist nix. Putti-Putti-Raumschiff. Alter, das sieht aus wie diese Luftdinger. Oh, ich komme nie auf den Namen. Von Schiffen. Wie cool ist das denn? Und wir können trotz der Meteoriten noch nach Hause fliegen? Sie kann schon was wegstecken. Wir sind gerade abgestürzt, weil sie nichts wegstecken konnte. Und sie ist noch in einem Stück. Nein, es sind mehrere. Aber das größte Stück ist noch in einem Stück. Ach Leute. Der, was? Koralax-Monolith. Überreste eines Meteoritenschlages, der den Planeten erschüttert hat, wird von manchen hirnischen Sekten verehrt. Okay. Geil, haben die auch noch ein bisschen Bezug. Also ich weiß nicht, ob das jetzt in den Comics vorkommt oder ob die das so ein bisschen an 2001 Odyssee im Weltraum genommen haben. Ja, dann gehen wir weiter hier. Stört sonst noch jemanden die Kälte? Vorsicht! Hier fällt alles auseinander! Ha, wir sind nicht hier, um von Eis und Felsen erschlagen zu werden. Es gibt nur eine noble Todesursache auf Maklu 4, wie für so viele meines Volkes vor uns. Kann mal jemand Drax sagen, dass wir nicht zum Sterben hier sind? Niemand stirbt hier. Wir fangen Foom lebend. Wir übergeben ihn lebend an Lady Hellbender und wir bringen sie dazu, uns gegen die Armada der Kirche zu helfen. Und der Teil mit der Armada in deinem Plan ist dann der, wo wir sterben? Vielleicht. Aber definitiv nicht vorher. Vorwärts, Team!
Das sieht so schick aus. Das Trümmerfeld rund um Maklu 4 ist in Wahrheit die verstreute Leiche von Maklu 3. Diese Klippen werden mit jedem Einschlag instabiler. Na toll, hier stürzt buchstäblich der Himmel ein. Ich und meine Depp-Shade. Wir gucken, dass wir hier nichts übersehen. Sieht aus wie eine Sackgasse. Eine glorreiche Sackgasse. Ich muss zugeben, es ist schön, wie aufregend du das alles findest. Jax, willst du ein Hemd oder sowas? Sollte ich zusätzliche Kleidung benötigen, häute ich eine Bestie. Bleib mir bloß mit deinen Saufhängern vom Leib. Ich benötige keinen Lendenschurz. Alter. Okay, darf ich nicht. Ich musste es probieren. Mensch, war... Okay, Drax, dann kanalisier deine Aufregung mal auf diesen Felsen. Ich stell dir vor, es sei der Kopf von Fintaktum. Toll, Drax hat soeben den Schädel von dem Ding zerschmettert, das wir einfangen sollen. Ja. Mach's gut, Galaxy. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Es heißt, seine Knochen seien unzerstörbar. Siehst du, kein Anlass zur Sorge. Ich will hier nicht verpassen. Vielleicht kriegen wir noch einen Endlaser-Einzug. Der Himmel ist heute besonders hoch. Achso, das war... Fintaktum ist bereit für uns. Yay. Ich bin gut. Groot sagt, er will die Aussicht genießen. Nimm dir Zeit, Kumpel. Vielleicht ist das unsere letzte Chance, was zu genießen. Ob Fum da drin ist? Ich weiß aus Fantasy-Romanen, dass Drachen gerne im Inneren von Bergen abhängen. Ich bin gut. Groot will wissen, ob in diesem Roman auch steht, wie man Drachen einfängt. Ich bin sicher, es hat was mit Teamwork und Vertrauen zu tun. Er kann sich nicht an Einzelheiten erinnern, weil er es nicht zu Ende gelesen hat. Ich habe viele verschiedene Drachenbücher gelesen, okay? Und es gab immer einen Berg. Und die Guten siegen am Ende immer. Ich bin gut. Niemand wird ein Buch über uns schreiben. Na cool. Sieht aus wie diese kleinen Stacheldinger und was auch immer für ein Gewächs. Ich habe wieder Angst, dass ich irgendwas übersehe. Ich bin Groot. Groot sagt, er hat gehört, dass Fum mal jahrtausende lang geschlafen hat. Das ist nicht wahr. Ich glaube, ich sehe da was vor uns. Hat es große, schlimme Klauen? Okay, ich dachte, hier kann ich rein. Ich hätte gern eine Fum-Ledermütze ohne alte Kompensation. Ja, eine Mütze könnte dir stehen. Wir fangen Fum lebend. Schon vergessen? Seht, mein Volk war hier. Gab sowas nicht auch in Drax Erinnerungen, als Mantis uns alle verbunden hat? Kartanianische Jägerzeichen. Ist cool. Weißt du, wenn das hier klappt, kriegen wir alle schöne neue Fum-Lederjacken, Fum-Ledertaschen. Ja, ja. Eine so große Bestie hat bestimmt viel überschüssige Haut. Fingerlose Fum-Lederhandschuhe. Okay, hier ist nix. Hey, ich wette, hier ist wieder ein Anzug versteckt. Ich krieg die Krise. Eine Schwester hat Orte wie diesen gemalt. Höllenwelten? Eislandschaften. Ich soll... Das waren aber viele tapfere Ketethianer. Nach Talors Sturm auf Keteth war mein Volk gebrochen, körperlich wie geistig. Der Exodus hat sie in großer Zahl hierher geführt. Und wie viele dieser Jäger sind zurückgekehrt? Keiner. Sie wurden alle Opfer von Finfengfun? Nicht Opfer. Sie wollten die ultimative Schlacht. Einen wahrhaft glorreichen Tod. Geht's nur mir so oder fühlt es sich echt so an, als wären wir hier Teil von etwas? Ja, sicher. Teil von Fums All-You-Can-Eat-Buffet. Ich meine, wir treten in die Fußstapfen von Drax Volk, um die Galaxie zu retten.
Da würde man doch am liebsten ans Schicksal glauben. Ich will dir den Augenblick ja nicht madig machen, aber alle auf dieser Liste hatten das Schicksal, als Monsterfutter zu enden. Falls wir alle sterben, dann wie echte Ketefianer. Falls wir alle sterben, sterben alle. Der Magus wird alles verschlingen. Dann fangen wir Fum und sorgen dafür, dass das nicht passiert. Ja, und damit sind wir auch am Ende der nächsten Folge. Wenn Raker sein Ritual beendet und den Magus freisetzt oder was auch immer, wie wird das aussehen? Ich meine, wie werden wir es erfahren? Wer weiß. Feuer am Himmel. Die ganze Galaxie wird zu einer Eishölle. Wenn es euch gefallen hat. Vor. Klingt nach Maklo 4. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like oder ein Abo da. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann klickt aufs Glöckchen. Und damit sagt der Michael Cooper. Ciao.